Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pollen. Also, abspeichern geht anscheinend auch. Jedenfalls habe ich jetzt noch die ID-Card, die wir letztens gefunden haben, die von, was kann ich mal, Vasili? Oh, das haben wir ja auch schon. Na, gut, dann lass uns mal die ID-Card benutzen. Zack, dann fehlt ja eigentlich nur noch eine ID-Card. Haben wir 4 von 5 gefunden. Was hat der denn hier alles hier rumliegen? Ja, das ist ja mal eine interessante Zeichnung. C. Europa steht da, glaube ich, drauf. C und C. Aha. Lass mal die mal da liegen. Das ist jetzt einfach nur. Das ist so eine ähnliche. Ich habe es geschafft zu drehen. Was genau soll das darstellen? Ist da jemand im Schlafsack drinne und dann hält er fest? Aha. Das ist einfach nur ein Buch, aber hier ist noch. Er ist auch von der Erde. 4b, Doktor. Amanda Paul. Der hat auch einen unbefristeten Vertrag seit 94. Der ist also mit den anderen gekommen, aber. Okay. Noch mehr so komische Zeichnungen. Aha, irgendwelche Tentakelvieh. Ich wollte es nochmal umdrehen. Das ist ja manchmal ein bisschen tricky hier. You took so much away from me, but still I find myself missing you. I am more, no more crumpiness. Und da ist eine Kapsel, eine Tablette. Gut. Toby, die. This must be the way to kill the bastard. Bastard. Small pleasures. Eine Zigarre soll das, glaube ich, sein. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Zellstruktur, die er dann noch gezeichnet hat in der Mitte. This must be the way to kill the bastard. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ist es dieses Ding da, was da oben. Ist es. Irgend so ein Strahl. Ich dachte, den einen Strahl meint, das erkennen wir ja schon. Und viel Wodka. Premium-Wodka. Haben wir schon ein bisschen was erfahren über ihn. Können uns auch seinen Bonsai-Baum mit den ganzen Zigaretten Stubbeln da anschauen. Offizielles Kommunikationsformular, Empfänger. Rama Forschungsabteilung. Absender Dr. Vasili Romanchek. Also hat er geschrieben. Betreff Abbruch der Forschung. Aufgrund der jüngsten Befunde beantrage, verlange ich den sofortigen Abbruch der Forschungsarbeiten auf Titanbasis M. Die Mitarbeiter leiden unter diversen Hormonstörungen und strukturellen Veränderungen in ihrem Gehirn. Außerdem vermute ich, bin ich mir sicher, dass der Verlust von Karen Kowalski auf das Wesen zurückzuführen ist. Ich beantrage eine sofortige Abriegelung der Basis und Evakuierung. Die jüngsten Befunde. Okay, das ist jetzt das Gleiche. Nee, das ist an ihn. Empfänger Dr. Romanchek von der Rama Forschungsabteilung. Abbruch der Forschung abgelehnt. Sämtliche Anfragen bezüglich der Kernfunktionen der Basis oder andere Aktivitäten müssen über den Dienstweg erfolgen. Wir akzeptieren keine Anträge, die nicht von Basisleiter Amanda Paul stammen. Bitte wenden Sie sich bezüglich offizieller Informationen an Sie. Sie scheinen sich Ihres Antrages sehr sicher, aber Rama zahlt unser Gehalt. Also muss ich auch Ihre Befehle befolgen, Amy. Auch mit einem Verweis von Amy schon. Healing the self through art. Sich selbst heilen durch Kunst. Okay. Das ist das, was er gezeichnet hat, oder was ist. Hat er denn auch sich zu Herzen genommen? Ich weiß nicht, ob das irgendeine heilende Wirkung hat. Das ist so ein, sieht schon fast brennendes Schiff aus. Dann noch so ein kleines Schiff mit einer Truhe drauf. Und alle anderen schwimmen um ihr Leben, sind am Ertrinken. Sehr interessant, ja.
Ja, ich wollte nur mal sicher gehen, dass ich nichts vercheckt habe. Guck mal hier, dass da nicht wieder eine Kassette da unten rumliegt. Was war denn das jetzt für ein Buch eigentlich? Ne, schütteln, rütteln bringt nichts. Das ist nur ein Aschenbecher. Da ist aber irgendwas, irgendwas, ein Zeichen, Rama. Naja, okay. Ich wollte mal die Sachen rausholen, weil wir haben ja schon mal eine Kassette da drin gefunden. Aber, okay, diesmal haben wir keine Kassette, aber wir haben wieder eine Toilette. Eine Toilette mit einem Buch. Lässt sich, und der hat ja auch hier einen Aschenbecher. Und Wodka natürlich, also hat er halt überall griffbereit. Ich denke mal, das war's, außer dass wir hier so ein komisches Gerät haben. Ich habe keine Ahnung, ich kann damit wohl nicht viel anstellen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Und wir machen genau hier weiter, nämlich bei dem Forschungslabor. Da hatten wir. Ist doch gar nicht das Forschungslabor. Ah, nee, das ist Cargo Bay. Okay, das Forschungslabor, das sieht ja auch alles gleich aus irgendwie. Dann haben wir es hier mit dem Research Lab, Medical Bay und starten direkt. Ja, wir haben jetzt hier den Strahl, den wir hier von hier oben steuern können, aber da habe ich halt auch keine Ahnung. Remember, Anti-Gravity is not a toy. Follow. Oh, da kannst du sogar einen Kopf durch das Anti-Schwerkraft-Ding da weghauen, ey. Das wird vielleicht auch noch zu tragen kommen, was wir damit machen können. Vielleicht auch nicht. Man kann sich nicht unbedingt sicher sein. Die Sachen haben wir uns ja alle schon angeschaut. Eine neue Nachricht hatten wir ja nicht, ne. Aber wir haben noch einen Control Room hier. Hoffentlich habe ich nicht irgendwie. Da unten war ja natürlich noch mehr, aber jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Bevor wir hochgehen. Das ist das hier, die Toilette. Nicht, dass wir irgendwas Komisches hier finden. Ich glaube, das wird wohl nicht so wichtig sein. Hat. Warum ist er schon wieder? Überall Bienen, die sind ja. Okay. Special Offer, collect all 10. Sind denn jetzt alle so bienenfokussiert hier? Games, Special Industries, Visa. What will gaming look like in the year 2000? Ah, okay, das ist wohl hier so eine Art Anspielung dafür, dass das Spiel ja auch mit, Mann, ich krieg das hier nicht so leicht gedreht, ey. Dass das Spiel hier auch Virtual Reality Funktionen bekommen wird oder beziehungsweise jetzt schon in Beta-Form hat. Was ist das da für Quatsch, ey? Ne, ey, pack das weg. Gut, das war jetzt unser Toilettenraum. Und hier ist angeblich der Kontrollraum. Wir haben hier etwas, womit wir noch interagieren können. Irgendwie nochmal einen Sprung durch die Zeit oder aus der Zeit raus. Nicht, dass die hier irgendwie so eine Kassette verstecken, weil die Kassetten möchte ich dann schon. Die möchte ich schon gerne finden, ja. Da ist es dunkel, ist kein Problem, aber hier glaube ich ist verschlossen und das möchte ich jetzt einfach mal. Hydrogen Peroxid Vapor Decontamination Unit, also. Okay, dekontaminieren. Aber wir können ja einfach reinlaufen jetzt, oder wie? Da ist der Reaktor. Da kommen wir jetzt einfach nicht so rein. P3. Da haben wir das auch gesehen. Da ist der Reaktor. Damit könntest du dann wirklich alles hier in die Luft jagen, ne? Okay, hier gibt es bestimmt irgendwas für uns. Vielleicht sogar einen Lichtschalter. Das ist wohl nichts. Sieht aus wie eine Datenbankspule.
Warum wackelt er denn so? Dann kickt das Ding doch weg. Oh mein Gott, er ist ja ab. Was ist denn das für ein rotes Licht? Remember, Cargo may contain fragile content, zerbrechlichen Inhalt. Das rote Licht hier. Das ist so ein Container. Das ist der Kontrollraum. Magnetized. Macht das irgendwas? Ich meine, wenn es gar nicht angeht. Dann hat es die ganze hier auch keinen Sinn, oder? Airlock. Train. Noch die Karten hier. PCS. Ach, das ist so ein Kartenspiel. Die kriegen ja alles gestellt, gell? Aber das geht ja nicht. Wir haben hier einfach keinen Strom, ey. Hier geht gar nichts an. Send this to HQ, Amy. Dr. Amanda Paul. Titan, Basis M. Ich bedauere Sie davon in Kenntnis setzen zu müssen, dass unsere Mitarbeiterin Karen Kowalski, siehe ID, vermisst wird. Ihre Kleidung wurde in der Nähe des Forschungsobjekts zusammen mit ihren Besitztümern gefunden. Dies geschah am 18. Januar und seitdem suchen wir in der gesamten Basis nach ihr. Obwohl sie unter Heimweh litt, würde niemand in der Basis, Stabsrat Dr. Romanchek eingeschlossen, sie als lebensmüde, selbstzerstörerisch einstufen. Dieses unerwartete und traurige Ereignis hat uns alle schwer mitgenommen. Wir werden weiter alles dran setzen, herauszufinden, was mit ihr passiert ist, aber uns fehlt nun ein Techniker. Bitte schicken Sie das hier ans HQ. Und das ist jetzt auch die Nachricht, die ja auch wirklich angekommen, gesendet und angekommen ist. Was ist das? Proceed. Nachricht zugestellt an Dr. Amanda Paul, Titanbasis M. Setzen Sie Ihre Arbeit fort, so gut es geht. Wir bedauern den Vorfall mit Karen und werden ihre Familie unverzüglich in Kenntnis setzen. In 2 Wochen ist mit der Ankunft neuen Personals zu rechnen. Das hat auch funktioniert. Keine Notiz auf dem Rücken. Hier auch nicht, außer dem Raymond Industries Zeichen. Kann man das benutzen? Ey, du kannst... Kannst du das auseinander... knüppeln? Das ist doch... Also lesen kann ich es nicht, benutzen auch nicht, da rüttelt er das nur rum. Reinzoomen bringt auch nichts. Drehen. Und dann benutzen. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Die Notiz kennen wir ja schon. Weil die Dinge machen immer so ein komisches Geräusch, ja. Disconnect, connect. Nö, es wär vielleicht interessant, wenn wir hier Strom reinkriegen würden, aber das scheint ja nicht wirklich der Fall zu sein. Vor allem, wenn es irgendwie einen Schalter gibt für das Licht, dann sollte ja theoretisch hier auch in der Nähe von der Tür sein, ne? Ich denke mal, dieses Mysterium, das wird sich dann noch zeigen, Vielleicht, wenn wir dann da mit der nächsten... Leiche kann man ja nicht unbedingt sagen, weil es liegt ja keiner da. Anti-Schwerkraft. Das bedeutet auch, dass wir jetzt gleich wieder eine Speicherung haben, ja. Da ist das Ding da hinten, ja. Da war ja sonst nichts. Wo sollte man denn den Strahl dahin führen? Da oben. Da gibt es halt noch 3 Schlüssel. Vielleicht ist das dann, wo man das dann mit dem Strahl überhaupt benutzen sollte. Und da hinten, wenn wir da hinkommen, das war doch hier, oder? Ja, das... Da ist der Nächste ums Leben gekommen, gell? Der ist auch von einem fallenden Objekt platt gemacht worden. Die geht automatisch auf, habe mich schon gewundert. Weil hier waren wir noch nicht drin. Okay, der menschliche Körper, das hormonelle System.
Okay, das alltägliche Leben, Organe, Nerven. Aha. Bücher kann man. Ah, jetzt haben wir hier schon wieder so ein Ding, ey. Ist ja interessant, ja, die Tür ist automatisch hier, ja. 10.1., also 8 Tage bevor sie verschwunden ist. Karens STD-Test. 24.11. bis 24.11. Party-Ion. 18.1. Karen. Ach, 24.11 Party-Ion. 18.1. Karen verschwindet. Alle haben Heimweh, Schlafstörungen, andere Symptome verschwunden. 1. Februar, ich möchte es zerstören. Tatsächliche Gründe oder Hormone? Verhaltensumschwünge zu Heimweh, homogenisiert. Wesen Erde, Instabilität der Menschheit. Sonst steht da nichts. Wir haben noch einen zweiten Zettel. 13.10. Wesen ins Labor. Ungefähr 29.10. Filz verwirrende Sonnensystemforschung. 19. November, schlimmste Phase meiner Depression. 30.11. Ions Zusammenbruch. 11. Dezember, Dezember. Amys Test, kein rationaler Grund für Schwangerschaft. 3. Januar wieder. Filz, Spieleturnier, keine typische Zwangsneurose, Asperger-Handlung. Das sollten ja Daten sein, also Uhrzeiten nicht. Wirklich, was ist das denn hier? Home, erforscht uns. MRT, verendet der Hypothalamus. Oxytocin sehr hoch, Sehnsucht, Dopamin niedrig, Verlangen. FSH, Amys Test, Dmer, Heimweh. Tja, die Leute wissen wohl ganz bestimmt nicht, was hier passiert ist. Und ich weiß es eigentlich. Schlafdeprivation und andere Störungen. Physiologische Auswirkungen der Arbeit im Weltraum, Schlafentzug und andere Störungen in nicht-irdischer Umgebung. Forschungszentrum von Menschen im Weltraum, Veröffentlichungsnummer. Meinst du, sollen wir das hier mal aufmachen oder was? Beziehungsweise in so einem Platz haben wir noch nicht so Kassetten gefunden. Das wäre mir auch interessant, wieder mal eine Kassette zu finden, ey. Das ist wieder hier diese Kunsttherapie. Karen, Ion. Was zeichnet ihr denn da so ein? Amy? Das sind alle fünf. Was zeichnet ihr da ein, ey? Ah, hier. Da können wir doch gleich mal zuhören. Ist ganz oben eine. After carefully constructing a timeline of the unusual behavior of the people here, since the piece of the entity was brought into the lab, I've come to a conclusion. The MRI scans and measurements of common hormone levels all indicate that everyone here is experiencing the same condition, homesickness. The entity is affecting our brains, which leads to changes in our moods and desires. Everything's amplified after we brought the sample here. And the people that have been closest to it have experienced the most severe effects. Symptoms that were initially weak and varying have now coalesced and strengthened into severe homesickness. I think we need to get rid of the entity. I have studied the gravity beam, and I am fairly certain I can use it to destroy the sample. Da ist wieder die Anti-Schwerkraft, war sie die Roman-Check. Funktioniert. Dann holen wir jetzt die Kassette wieder raus. Pack sie wieder ein. War sie die? Und der blaue Schlüssel. Ja, dass wir den blauen Schlüssel mitnehmen müssen, ist ja klar, ey. Oh, das hat er sogar gespeichert, als wir den blauen Schlüssel aufgehoben haben. Ey, das ist ja. Das ist schön, ja, das ist schön. Vasilis Kassette. Was soll das sein? Hangovers in space are not as bad as on Earth.
The way things escalated yesterday was really, really weird. I thought I knew these people, but something made them completely lose control. This is well in line with Seifer's findings. Taping one's thoughts and listening to them by oneself could externalize the troubles, making them easier to handle. Testing the personal dialogue therapy. Today, I've not felt guilt from surviving the Europa incident. There are days when I can accept the fact that I couldn't do anything else. But then the pressure of publicity pushes me back into anxiety. I hoped I could just stay away from people, so I could forgive myself. Damit ich mir selbst vergeben kann. Gut, das packen wir jetzt auch wieder ein. 5, 6, 8, 9 Stück fehlen uns. Muss nicht unbedingt gesagt sein, dass man alle finden kann mit dem normalen Rumschauen, weil manchmal machen sie es ja so, da kannst du sowieso, wie du willst. Ich meine, hier, guck mal. Kann ich ja gar nicht. Oh. Komm, ey, mach das. Mach das doch mal bitte weg hier. Ja, dankeschön. Ist da was? Jetzt haben wir wieder so ein Tubes. Da sollte wohl nichts mehr sein, oder? Okay. Was steht da als Text drauf? Mitarbeiter Krankenakte Vasile. Vasili Romanschek, Geburtsdatum 8. November 1953, 1,85, 79 Kilo. Frühere Beschwerden, künstliches rechtes Bein, PTBS, während Dienst. Bauchschmerzen, 2 Wochen Entgiftung, das war 93. 94, Schlafstörung, Melatonin. 95, 21. Januar, getestet, FSH hoch, Oxytocin sehr hoch, Dopamin sehr niedrig. Hm. Karotten. Karottenpaste. Karottenpaste, ey. Tja, natürlich, ich könnte jetzt hier diese ganzen Dinger wahrscheinlich aufmachen und... Ach komm, vergiss es, ey. Ich mache hier gar nichts mehr auf. Nee. Rauchen ist nicht erlaubt. Hier haben wir noch ein Buch. Oder erstmal diese Reagenzgläser. Das kennen wir doch schon. Langzeitige Isolation im Weltraum. Auch wieder von Rama Industries finanziert. Und da haben sie natürlich hier, komm, schreibt mal nicht so. Schreibt es doch mal ein bisschen hoffnungsvoller. Eat the basics every day. Eat the basics every day. So, ich denke mal, hier haben wir eigentlich nichts mehr, was uns irgendwie helfen kann. Wir haben nur noch diese komische... Jo, dreh dich immer zur Seite. Ja, hier. Storage Unit. Das ist auch wieder so ein Datenbank, Datenspeicherschrank. Der ist einfach auf den rumgekippt. Was müssen wir denn interagieren? Was ist das denn? Ich habe schon gedacht, das wäre seine... Sind die Zigaretten das, was uns zu ihm bringen kann, oder was? Das wär's, ey. Nee, sind's nicht. Es war einmal der Helm, einmal der Ordner. Hier ist der Schuh. Ich kann mich ja nicht vorstellen, dass das solche Dinge sind, ey. Boah, es ist auch sehr schwerfällig, sich zu bewegen, als wäre hier irgendwie so eine Art Kraftfeld. Hatten wir nicht irgendwas mit Anti-Schwerkraft? Ich glaube, ich muss es benutzen. Irgendwas ist hier noch
Genau. Schon sind wir hier oben. Und wir haben ja sonst nichts gesehen. Da war nur ein Schuh und seine Zigarettenpackung. Das hat es nicht wirklich gebracht. Hier können wir das, glaube ich, anschalten. Da ist der Strahl. Wir müssen ihn erst drehen. Anti-Schwerkraft. Direkt da auf das Ding drauf, oder? Mal gucken, mal so. Probieren, was. Was macht der Schalter? Ich kann das gar nicht richtig erkennen, was der andere Schalter macht, aber. Okay. Das zieht das Ding jetzt irgendwie an. Sollte schon reichen. Machen wir das Ding aus. Und zack. Jetzt haben wir auch das Rätsels der Anti-Schwerkraft. Strahl. Rätsel. Das gab's ja noch so einen anderen Zugang, aber da kriegen wir natürlich dieses Ding dann nicht hin, oder? Da war ja, ist ja auch jemand unter irgendwas begraben gewesen. Okay. Das ist sein Bein, mit dem wir interagieren. Weil, ah, sein künstliches Bein. Das ist sein. So, reingucken. Oder einfach nur halten. Was soll ich damit tun? Da ist es. Oh, jetzt sind wir wieder in vollkommener Dunkelheit hier, ey. Und da können wir wieder zurück. Wir haben ja noch eins von diesen, aber die Summe war, glaube ich, hier nicht hier benutzen, oder? Nee, außerdem fehlt ja noch eins. Habe ich jetzt gar nicht getan. Hier sind die anderen auch gar nicht vorhanden. Was ist das denn für ein Ding? Es ist das, was die zerstören wollten. Mit dem Anti-Schwerkraft-Ding. Da oben kommt auch schon mal diese Pollen da in dem Ventilationssystem. Naja. Okay, Leute, es ist Zeit für eine Pause für mich. Ich hoffe, in der nächsten Folge seid ihr nicht wieder am Start. Würde ich mich freuen. Ciao.